Meine Lieben, das ist das letzte Video von mir für 2020 und es wäre fast nicht gekommen, aber ich habe mir heute tatsächlich am 31.12. spontan überlegt, ich mache es noch und veröffentliche es gleich noch. Und ich glaube, das ist auch ein großer Punkt, den ich aus 2020 mitnehme und darüber möchte ich mit euch heute sprechen. Erstmal vorweg, ich glaube, wir haben es alle dieses Jahr sehr, sehr, sehr hart oder auch sehr krass gemerkt. Wow, wenn wir Einschränkungen bekommen und wir nicht mehr all das tun können, was wir gewohnt sind, dann heißt es auf einmal umdenken, neue Wege finden und das ist gar nicht so einfach. Und abseits von dem Ganzen, wie gehen wir mit dieser krassen Situation gerade um, haben wir zusätzlich auch noch gemerkt, okay, die Welt hat sich ein bisschen entschleunigt. Viele von uns sind im Homeoffice, in Kurzarbeit. Das heißt, auf einmal war ganz viel Zeit da, um sie mit irgendetwas zu füllen. Und ich glaube, viele von euch und inklusive mir haben sich damit sehr schwer getan. Und ich glaube, der größte Knackpunkt war für mich tatsächlich, wie schaffe ich es, mich nicht die ganze Zeit abzulenken, auch wenn ich freie Zeit habe, sondern mal zu schauen, was ist denn da eigentlich gerade los? Und bei mir ist eine Menge los. Ich habe Zweifel, ich habe Überlegungen, Ideen, Gedanken, dann kommen Gefühle noch oben drauf. Also ein unfassbar riesengroßer Pool, der immer mal wieder hochkommt. Und solange ich gut beschäftigt bin, bekomme ich den meistens gar nicht so richtig mit. Aber sobald wir runterfahren und sobald ich auch runterfahre und langsamer werde, wow, dann kommt ganz viel und dann hilft auch Netflix und YouTube und was es nicht auch immer gibt an Ablenkungsmöglichkeiten nur bedingt. Denn bei mir ist es zumindest so, ich merke dann so nach ein paar Tagen, es staut sich richtig was auf und es will was richtig rauskommen und bei mir ist es sogar so, dass es sich auf der körperlichen Ebene manifestiert. Das heißt tatsächlich, ich bin anfälliger für Krankheit, ich bin anfälliger für Infekte. Mir geht's körperlich, ich habe auf einmal Wehwehchen und ich merke ganz genau, oh, da ist eigentlich ganz viel, was eigentlich gerade einfach rauskommen möchte. Und es ist aber manchmal so viel, dass ich selber auch sage, boah, ich schaffe das gerade nicht. Und ich glaube tatsächlich, da bin ich mir ganz sicher, einige von euch kennen das. Dieses absolut überwältigt sein von dem, was in einem selber passiert und dann lieber weggucken, lieber versuchen, sich irgendwie abzulenken. Und so sinnvoll das auch in vielen Situationen ist, irgendwann platzt trotzdem quasi das Fass und es geht hoch. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir relativ früh lernen oder frühzeitiger lernen, damit umzugehen und uns mit uns selber ein bisschen zu beschäftigen. Und das lerne ich gerade noch mal mehr als sonst, gerade durch jetzt Corona, durch den Ausfall von Arbeit etc. Ich habe ja das Glück, dass ich Anfang Oktober eine Teilzeitstelle bekommen habe als Online-Redakteur, wo ich wundervolle Interviews mit Experten deutschlandweit führen darf über Themen, die mich interessieren. Das ist wirklich ein absolutes Glück. Und ich merke gleichzeitig, dass ich durch diese Arbeit manchmal auch wieder vergessen habe, mal ein bisschen nach innen zu gucken, innere Schau zu betreiben und mir Zeit für mich zu geben. Und jetzt über die Feiertage hatte ich wieder mehr Zeit und ich merke auch, wow, da passiert eine Menge in mir und wenn ich weggucke, dann wird das nicht besser, sondern es staut sich nur weiter auf und dann irgendwann, boom, kommt eine Explosion. Und ich glaube, heute ist so der erste Tag wieder, perfekt quasi als Übergang ins nächste Jahr, wo ich sage, ich habe mir mal wieder ein bisschen mehr mutig erlaubt, einfach alles rauszulassen und da kommt eine Menge, aber das Gute ist, dass es eigentlich einfach nur ein bisschen Platz haben will. Ob das jetzt alte Erfahrungen sind, ja, ich war jetzt über die Feiertage bei meiner Family und da kommen halt auch alte Dinge wieder hoch. Natürlich, ich bin immer noch auch der Sohn der Familie und wenn wir in diesen verschiedenen Rollen unterwegs sind, die wir sonst nicht gewohnt sind, dann kommen viele Erinnerungen hoch, viele Gedanken, viele Gefühle, Bedürfnisse werden auf einmal wieder klar, die man vielleicht mal hatte oder immer noch hat und vielleicht auch nicht erfüllt sind oder erfüllt sind. Und unabhängig davon, wie schön diese Zeit war, passiert einfach sehr viel. Und das ist so einer meiner Impulse an euch, dass ihr euch erlaubt, euch Zeit zu nehmen, um Dinge sacken zu lassen. Mein großes Thema, auch für 2021, ja, mir zu erlauben, das, was passiert, erstmal ein bisschen Zeit zu geben, damit es nachwirken kann.
und ich nicht sofort wieder weitermache und eigentlich mein ganzes System noch gar nicht wirklich ist, ja, verarbeitet hat. Und was dazu nämlich auch führt, ist auch ganz spannend. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht kennt. Manchmal denke ich mir, boah, ich kann mich so schlecht an Dinge erinnern. Ich habe also angeblich oder anscheinend ein ganz schlechtes Erinnerungsvermögen. Und mittlerweile weiß ich, nee, damit hat das eigentlich gar nicht so viel zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass ich die Dinge gar nicht richtig verarbeiten lasse, sondern eigentlich dann schon wieder den nächsten Schritt mache. Und vielleicht wisst ihr es schon, dass zu einer Erinnerung, um sie abspeichern zu können, zum Beispiel gehört, alle verschiedenen sensorischen oder Sinneseindrücke und Sinneserfahrungen mit reinzupacken. Das heißt also tatsächlich, Gerüche zu verarbeiten, das, was man sieht, das, was man hört, das, was man schmeckt und das, was man fühlt. Und dann noch auf der Ebene von mit den Gefühlen, die dabei entstehen in dieser Situation, sich ein bisschen mehr zu verbinden und das Ganze als eine gemeinsame, ganzheitliche Erinnerung abzuspeichern. Und ich habe das oft nicht gemacht und deswegen erinnere ich mich nicht so gut daran und brauche dann immer bestimmte Auslöser, die mich dann in diese Erinnerung vielleicht wieder zurückführen können. Und das ist ein großer Punkt für 2021. Egal wie die Welt weitergehen wird, egal wie schnell wir einen Impfstoff haben, egal ob wir im Sommer oder Herbst tatsächlich wieder teilweise zur Normalität zurückkommen können. Eins, was ich durch die Krise gelernt habe, ist, es langsam angehen zu lassen, mir Zeit zu geben. Alleine schon, ich arbeite jetzt wieder an einem sehr kreativen Beruf, weil ich überlege mir zum Beispiel die Fragen für die Interviews, ich recherchiere die Menschen, die mit mir dann im Gespräch sind und ich merke, wenn ich mir da nicht genügend Zeit lasse und Raum für Kreativität, dann klappt das vorne und hinten nicht. Und ich glaube, jetzt dieser Übergang ins nächste Jahr 2021 ist eigentlich eine ganz schöne Gelegenheit, dass ihr nochmal schaut, rückblickend, wie war euer Jahr? Ihr hattet ganz viele Herausforderungen, ganz viele Hindernisse, ganz viele Hürden und gleichzeitig habt ihr ja vielleicht auch Dinge mitnehmen können, wo ihr dachtet, wow, da wäre ich nie im Leben drauf gekommen, dass sich sowas ergibt. Sei es jetzt, dass Veränderung schneller passieren kann und gehen kann, als man vielleicht glaubt, dass Dinge auf einmal doch machbar sind, aber auch, was passiert eigentlich, wenn ihr mehr Zeit habt mit euch? Oder andersrum, weil ich habe jetzt gerade nur die eine Seite gesprochen, was passiert, wenn durch die Krise zum Beispiel eure Bedingungen noch härter werden? Ob es die Gesundheitsbranche ist, das Medizinwesen und, und. Also da war ja die Belastung, da ist die Belastung ja nochmal viel, viel höher. Unabhängig davon, wie das Jahr für euch war, zu gucken, was nehmt ihr aus dem Jahr mit und was nehmt ihr vielleicht auch nach der Krise daraus mit? Also gar nicht zu denken, ich hoffe einfach, dass die Krise vorbei ist, sondern das, was wir jetzt haben. Es ist zwar die Krise da, aber unser Leben geht ja trotzdem weiter. Wir sind immer noch wir selber und auch unsere Umgebung ist immer noch unsere Umgebung. Das heißt, denkt gar nicht so sehr nur an das Ende der Krise, sondern wie geht es danach weiter? Ich meine, wir wissen heutzutage eh nicht, wann der nächste Virus kommt. Ja, ob jetzt hier wieder eine Mutation kommt oder hier wieder eine ganz neue Form. Ich glaube, wir haben jetzt einmal durch so ein richtiges Wachrütteln gelernt, wie wichtig das ist, dass wir mehr darüber nachdenken, wie wir schnell auf Veränderungen reagieren können. Und das hat auch damit zu tun mit unserem eigenen Mindset. Das ist auch der letzte Punkt für heute. Und dann beende ich auch das Jahr mit euch zusammen. Nämlich, wie können wir es schaffen, schneller und besser auf Veränderungen im Außen reagieren zu können? Und eine Sache ist da auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Macht euch viel mehr klar, was ihr wirklich wollt. Ob es jetzt auf der Arbeit ist, ob es jetzt zu Hause ist, ob es um Banalitäten quasi geht. Versucht immer wieder klarzumachen, wofür stehen die Dinge, die ihr wollt, wirklich? Und könnt ihr sie auf andere Art und Weise auch bekommen? Ein Beispiel vielleicht dazu. Ich habe ursprünglich gedacht, als es jetzt zum Beispiel auch um Arbeit ging, oh ja, ich möchte mich unbedingt verwirklichen. Ich wollte nur noch Tanzcoach machen. Ich wollte ganz viel in der Selbstständigkeit aufgehen. Und da habe ich gemerkt, das funktioniert aber gerade nicht. Die komplette Tanzszene, aber auch der komplette Coaching-Bereich, also alles, wo man direkt mit Menschen zusammenarbeitet, ist total zusammengebrochen. Das heißt, ich konnte vergessen, in dieser Richtung unterwegs zu sein. Ich wusste gleichzeitig, dass das, was mich daran so packt, die Interaktion mit Menschen ist, dass ich mich selber weiterentwickeln kann und meine Fähigkeit, so einen empathischen Raum halten zu können, wo Dinge passieren können, die ohne Druck geschehen, wo es wirklich darum geht, dem anderen zugewandt zu sein, ihm einen Raum zu geben, wo er sich selber entdecken kann
und wo man vielleicht auch zusammen neue Ideen generieren kann. Und siehe da, ich kann das in ganz vielen anderen Bereichen auch machen. Und ich glaube, sonst hätte ich nie den neuen Job, den ich habe, entdeckt. Und zu merken, dass diese Interviews, die ich da mit irgendwelchen Experten und Menschen, die seit zig Jahren in Persönlichkeitsentwicklung, in Business, wo auch immer unterwegs sind, dass mir das so unfassbar viel gibt, was ich sonst niemals bekommen hätte. Wenn ich aber nicht dafür offen gewesen wäre und gewusst hätte, das, was ich wirklich will, ist nicht Menschen im Tanzen zu coachen oder an sich Menschen zu coachen, sondern das steht für etwas und das kann ich auf ganz viele verschiedene Art und Weisen erreichen. Und auf einmal eröffnen sich wieder die Möglichkeiten. Und ich glaube, das wird für 2021 immer noch wichtig und vielleicht sogar noch wichtiger sein als jetzt in 2020, nämlich seid offen für Veränderung und überlegt euch immer wieder, um was geht es euch gerade wirklich, damit ihr die tollen Gelegenheiten, die sich irgendwo ergeben können, ob es jetzt im digitalen Bereich ist oder auf welcher Art, Weise auch immer, damit ihr die sehen könnt und nutzen könnt und ergreifen könnt. Und in diesem Sinne würde ich sagen, viel Vergnügen, Spaß, Entdeckertum und unfassbar viel Neugierde im neuen Jahr 2021. Lasst uns dieses Jahr gemeinsam abschließen und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Jahr. Macht's gut, meine Lieben. Ciao.